Hallo und willkommen zurück zum Radsport-Manager-YouTube-Abonnententeam. Gerade die Karriere mit Jan Ullrich fertig aufgenommen und wir sehen hier Jeanette Biedermann im gelben Trikot. Der wollen wir das aber noch abnehmen. Außerdem kommt sie inzwischen aus Österreich, wenn ich mich nicht täusche. Ganz genau und heißt inzwischen auch mal anders mit Vornamen. So schaut's aus. Mit Marvin Keil gehen wir jetzt in die Oberösterreich-Rundfahrt, in die zweite von drei Etappen. Ich muss mich erst wieder umgewöhnen, dass wir mit Uli ja nie eine Taktik vorgeben müssen. Hier müssen wir das ja wieder machen. Andi Klöden erweist sich eigentlich immer als ziemlich guter Helfer. Marvin Keil fährt schon schön weit vorne. Steffen Wesemann auch. Oskar Motes soll mal ein Stück vorfahren. Hans Volker ebenfalls und Jörg Jaksche auch. So, mal schauen. Hans Volker ist immer noch gut in Form, aber nicht perfekt. Er ist auch nur 66. mit 2 Minuten 12 Rückstand. Das hat nicht so richtig gut funktioniert. Deswegen ist Marvin Keil unser Kapitän. Auf den werden wir auch heute setzen. Gibt hinten raus auch genügend Möglichkeiten. Wie man sieht, da wird es richtig schön hügelig. Da kann man schön was machen. Und ich denke mal, wir werden hier ganz erfolgreich unterwegs sein. Marvin Keil ist allerdings nicht perfekt in Form. Jetzt ist Pascal Motes da gerade vorne in die Führungsarbeit gegangen. Das muss natürlich auch nicht sein. So, mal schauen, wo Hans Volker ist. Der kämpft sich gerade nach vorne. Jetzt natürlich wieder ein anderes Fahren als mit Jan Ullrich. Genauso war es bei Jan Ullrich merkwürdig, dass ich am Berg nämlich manchmal etwas zu wenig Energie rausgehauen habe. Weil es einfach gewöhnt war, dass die Jungs schneller Energie verlieren. Wir machen hier keine Führungsarbeit. In die Ausreißergruppe schicken wir auch keinen. Gehen auf Marvin Keil, wie gesagt, unser Kapitän für diese Rundfahrt. Wir haben ja parallel noch eine Rundfahrt am Laufen in Frankreich, in Savoyen. Da wollen wir mit Cristiano Wildinger unser Führungstrikot wieder haben, nachdem wir es auf einer Etappe verloren haben, was wirklich ein bisschen bitter war. Da habe ich einfach nicht aufgepasst und vielleicht die falsche Taktik auch gewählt. Nicht vielleicht, sondern bestimmt die falsche Taktik gewählt. Hier wird es jetzt eigentlich auch erstmal bis zum Schluss ein relativ gemäßigtes Tempo geben, denke ich mal. Die Ausreißergruppe hat sich jetzt auch dann endlich gefunden, hat lang gedauert. Wir machen das auf achtfache Geschwindigkeit, auch wenn es ziemlich ruckelige Strecke ist. Wir sehen hier wieder die Streckenführung. Muss am Ende sehr genau sein. Finde ich damals immer noch witzig. War ich live dabei beim Henninger Turm, als Patrick Sinkewitz hier gewonnen hat. Und aber dachte, er müsste noch eine Runde fahren. Der ist nämlich volles Rohr über die Ziellinie, ohne zu jubeln, ist danach auch noch einfach weitergefahren und erst dann hat er gemerkt, dass er eigentlich ja schon im Ziel ist. War ein sehr witziges Interview danach. Ich glaube, Marcel Wüst war das als Experten. Also, passiert natürlich. Aber bei so einer Streckenführung wie hier würde das, denke ich mal, auch Hof und Tor öffnen für Falschfahrer. So, jetzt leider nicht so super spannend, bis die entscheidende Phase kommt. Wie gesagt, gerade mit Jan Ullrich fertig geworden mit der Aufnahme. Karriere jetzt beendet, nochmal einen kleinen Rückblick gemacht am Ende der Folge, was wir denn alles in der Karriere gemacht haben, habe es da auch schon mal erzählt, wann wir angefangen haben. Mitte Juli haben wir angefangen, jetzt Mitte Februar, natürlich immer mal mit ein paar kleinen Pausen drin. Mitte Februar sind wir fertig geworden mit Jan Ullrich, der in den wohlverdienten Ruhestand geht. Oh Mist, ja, Wasser müssen wir natürlich selber holen. Scheiße, habe ich jetzt vergessen. Da sieht man, dass ich wieder mit Jan Ullrich gespielt habe. Habe ich jetzt Marvin Keil Wasser holen? Achso, er hat sich jetzt selber welches geholt. Okay. Sorry. Das war natürlich nicht gut. Tagesform minus 3. Er muss sich jetzt ein bisschen nach vorne kämpfen. Jetzt holen sich alle selber Wasser. Obwohl ich Pascal Motes eigentlich nach hinten geschickt hatte. Nun gut, das war jetzt ziemlich dumm. Aber jetzt war ich noch so im Erzählmodus, gerade auch wie gesagt mit Ulle. Tagesform minus 3 hat damit trotzdem eigentlich nichts zu tun. Minus 3 ist natürlich grottig. Müssen wir hoffen, dass es vielleicht noch auf minus 1 hochgeht. Nur dann haben wir Chancen, vorne überhaupt mitzuhalten. Jawohl. Da haben wir es auch schon. Minus 1. Dann hoffe ich doch, dass wir da mithalten können. Es sind noch 28 Kilometer. Die Ausreißer sind gleich eingeholt. Also wird es im Finale, denke ich mal, einen Favoriten-Etappensieg auch geben. Vorübergehende Gesamtwertung sind wir jetzt auf Platz 5. Aber alles ja natürlich noch zeitgleich. Zeitbonifikation gab es da keine. Also müssten wir uns theoretisch ein bisschen absetzen. Jetzt sind es noch 19 Kilometer. Hier in diesen Berg geht's rein. Schauen, ob wir dort ein Stück nach vorne fahren können. Löwen könnte uns ziehen. Da ist ein LKT-Brand. Nee, Stölting-Fahrer, der uns dort den Weg versperrt. Dann können wir jetzt vielleicht doch mal ein kleines Stück nach vorne fahren, weil jetzt könnte das Tempo doch schon etwas höher werden. Wie gesagt, minus 1 ist noch okay. Die Form ist halt leider, aber die Fitness ist auch nicht perfekt.
gelbe Trikot sehen wir. Jeanette Biedermann vorne gut platziert. Jetzt geht es nochmal leicht bergauf. Kommen da nicht so richtig nach vorne. Und jetzt nimmt der Tempo raus, der Vollidiot. Also, wie gesagt, nie persönlich nehmen, wenn ich hier, ich meine, den Computer, der da sagt, dass er Tempo rausnehmen soll, was natürlich Quatsch ist. So, da ist ein Ausreißer eingeholt. Marvin Keil ist jetzt endlich vorne, wo wir ihn haben wollten. Jetzt geht sowieso erst nochmal bergab. So, die letzten 10 Kilometer. Und da heißt es dann jetzt eigentlich gleich, na, es geht halt hinten raus. Ins Ziel geht es da nochmal leicht hügelig. Müssen wir mal schauen, ob wir jetzt schon attackieren. Tempo ist jetzt nicht so immens. Wir könnten eigentlich jetzt schon attackieren. Das ist nur so ein Mini-Hügel. Ob wir da wirklich wegkommen. Marvin Keil. Boah, da geht es direkt in die Abfahrt rein. Das war zu spät. Hätten wir vorher machen müssen. Aber jetzt heißt es vorne dranbleiben. So, sind noch 6 Kilometer. Energie gilt am besten jetzt nehmen. Und vor allem jetzt hochgehen mit den Werten. Jetzt heißt es vorne komplett reinbrettern. Da heißt alles geben, was man hat. Ja, sprinten könnten wir hier, machen wir natürlich nicht. So, wo geht's lang? Da kommt das grüne Trikot. Kann der das durchhalten so lange? Ich würde sagen, wir bleiben einfach mal auf der 99. Jetzt gehen wir vorbei. Jetzt ist allerdings gleich, wird es flacher. Da kommt ein Sprinter. Jetzt ziehen die Sprinter dann doch vorbei. Na, können wir Zweiter werden oder Dritter? Wir werden wohl Dritter werden. Marcel Meisen, die Sprinter haben es dann halt doch gemacht. Aber dritter Platz bekommen wir ein bisschen. Ja gut, Zeitbonifikation ja eher nicht. Aber dritter Platz ist in Ordnung. Da mit der Tagesform minus 1. Und wie gesagt, wir sind von der Fitness her nur im gelben Bereich. War das, denke ich mal, in Ordnung hier zum Auftakt. Jetzt warten wir auf den Rest. Daniel Biedermann ist Siebter geworden. Mal schauen, was das für die Gesamtwertung jetzt alles bedeutet. Oder wie er auch immer heißt, M. Meisen, wahrscheinlich Ameisen, der kommt damals bei GTA so abgeballert hat. So, wir sind auf Platz 4 vorgeschossen, allerdings immer noch keine Unterschiede in der Gesamtwertung. Wenn man sich dort in einer Etappe absetzen kann, was auf der letzten ja am ehesten möglich ist, dann hat man gute Chancen, die Rundfahrt zu gewinnen, beziehungsweise wer die nächste Etappe gewinnt mit Abstand, der gewinnt auch die Rundfahrt. Das ist keine Frage. Jetzt geht's zum Zeitfahren in Frankreich, in der Tour de Pays de Savoie heißt es, glaube ich, ganz genau. Da ist natürlich Chris Kuhner, denke ich mal, der große Favorit auf den Tagessieg, auch wenn die Fitness jetzt leider schon etwas runtergegangen ist. Schon mal ein kleiner Test für das Zeitfahren bei den deutschen Meisterschaften. Da sehen wir 9,2 Kilometer, halt nicht besonders lang, aber er wird, denke ich mal, der Top-Favorit sein. Jawohl, deutlich. Hier ist auch eher das Prolog, der Prologwert wichtig, weil es halt nur 9,2 Kilometer sind, obwohl Prologe ja eigentlich eher vor den Rundfahrten gefahren werden. So, Michael Wassmer ist da sogar auf Platz 4. Vielleicht bremse ich einfach mit Chris Kuhner ab und lass Vasi gewinnen. Nein, natürlich nicht. So, Ladebildschirm lassen wir hier immer drinne. Bei Ulle schneide ich ihn häufig raus. 9,2 Kilometer. Hier ist die Ausgangssituation. Wie gesagt, dass wir natürlich vor allem auf Christiano Wildinger achten, der die Rundfahrt auf jeden Fall gewinnen muss. Das wäre sonst sehr schade. Wir kriegen noch eine Bergetappe hinten raus, die fünfte Etappe. Dann machen wir eben diese vier Etappen, die wir hier noch übrig haben in den zwei Rundfahrten. Und dann geht es zu den deutschen Meisterschaften, beziehungsweise eben zu den Vertragsverhandlungen. Da machen wir eine eigene Folge draus, weil da wollen wir natürlich auch genau dabei sein. So, da sind wir auch schon wieder, leider einen kleinen Absturz gehabt im Ladebildschirm. Wir fahren jetzt hier das Zeitfahren. Und wir sehen, einige sind schon losgefahren. Chris Kuhner kommt als 55. der Gesamtwertung. Musste eben die Folge nochmal leicht abbrechen, weil eine Nachricht kam. Chris Kuhner als 55. natürlich gleich mal unser Top-Favorit. Hier geht es lange bergab. Man sieht auch relativ steil bergab. Also, da muss man am Anfang, glaube ich, einen sehr, sehr hohen Wert einstellen. Das ist nicht so easy, das dann auszutarieren. Hinten raus geht es dann doch ordentlich bergauf. 4-5% hätte ich jetzt gar nicht so gedacht vom Profil her. Nicht unbedingt gemacht für Christiano Wildinger, aber dafür umso mehr. Nicht unbedingt gemacht für Chris Kuhner, aber dafür umso mehr für Christiano Wildinger. So, da war wieder der kleine Alaphilippe dabei. So, ich spule noch mal ein bisschen vor. Jetzt ist es schwierig. Ich mag das gar nicht, wenn man da so ein
so eine starke Abfahrt hat und dann wieder bergauf. Das lässt immer so schwer austarieren. Lässt sich dann immer sehr schwer austarieren, wie man die Kraftwerte dort einsetzt. Oh, jetzt wird es aber richtig neblig. So, Chris Grüner kommt als erstes. Mal schauen. Ich würde jetzt einfach mal auf 80 hochgehen am Start. Können noch höher gehen. Noch höher. Wie gesagt, hinten raus geht es natürlich bergauf. Da müssen wir dann auch nochmal schauen. Aber 90er Wert finde ich jetzt eigentlich fast angebracht. Und das, was wir dort verlieren oder als Diskrepanz haben. Mal schauen, wie wir jetzt auch ankommen. Boah, ist aber jetzt richtig neblig hier geworden. Da geht es dann halt direkt bergauf gleich. Auf der anderen Seite, da können wir jetzt nicht mit der 80 weiterfahren. So, erste Zwischenzeit, 3 Sekunden, wie wir dort Rückstand haben. Und jetzt geht es hier bergauf, noch 200 Kilometer. Gehen wir etwas höher, 75er Wert, sollte sich eigentlich ganz gut ausgehen. Na, sollte sich nicht ausgehen. Wir müssen etwas runtergehen von den Werten. 70er sollte jetzt aber knappen, ah, da sind wir ganz knapp hinten dran. Ich lasse das jetzt trotzdem so. Wir können ja zum Schluss ins Ziel rollen, mal schauen. Da sind wir deutlich näher gekommen an Giddich, der aber im Ziel auch nicht unbedingt vorne weiter dabei ist. Und oh, das könnte schwer werden für Chris Kuhn. Ah, 8 Sekunden, aber nur 8 Sekunden. Weiß nicht, ob da die anderen Mitfavoriten nicht doch mal besser abschneiden werden. Da sehen wir Monty, der eigentlich vom Namen her ein guter Bergfahrer sein sollte. Schafft es aber auch nicht. So, als nächstes startet Michael Wassmer. Wir gehen mal an den Start und schauen, wann er denn genau losfährt. Da ist er schon. Da wählen wir jetzt mal leicht einen anderen Wert. Und die Abfahrt mal auf 87. Tagesform plus 1. Mal schauen, ob das vielleicht besser klappt. Das war jetzt nicht so optimal mit Chris Grüner. Mal schauen, hier sind auch einige schneller gefahren, aber immer noch Hayden McCormick, der dort in Führung ist. Den haben wir ja hinten raus dann doch nochmal geschlagen um 8 Sekunden. Haben wir schön viel gut gemacht. Aber ich glaube, die richtige Zeit macht man eigentlich erst am Schlussanstieg gut. Deswegen versuchen wir es mal mit Vasi etwas konservativer. Und gehen dann eben gleich auf so 73 runter, wenn wir hier bei der ersten Zwischenzeit angekommen sind. Ja, aber ist der grüne und blaue Balken jetzt auch nicht so optimal. Da gehen wir wieder auf die 70. Vor uns fährt, ach herrje, Boris Savljevic. Kein besonders guter Zeitfahrer. Vasi ist ja ein ordentlicher Zeitfahrer, aber kein besonders guter Bergfahrer. So, jetzt ist Giovanni Carboni auf Platz 2 gefahren. 5 Sekunden hinter Chris Grüner, aber ich glaube echt, dass das nicht reichen wird. Letzter Kilometer, wir sind pari vom grünen und blauen Balken. Mal schauen, der war 30. mit 16 Sekunden Rückstand bei der ersten Zwischenzeit. Ich glaube nicht, dass der da jetzt in den Top 10 auftauchen wird. Nee, tut er nicht, aber es wird auch wahrscheinlich keine Bestzeit werden von Vasi, der 12. war mit 7 Sekunden Rückstand. Mal schauen, ob das, jetzt ruckelt es natürlich gerade, ob das eine bessere Zeit wird. Und es ist Platz 8 nur für Vasi, leider mit 11 Sekunden Rückstand. Das hat nicht so gut funktioniert. Als nächstes kommt Udo Bölz, unser Edelhelfer für Christiane Wildinger. Das hat richtig Spaß gemacht in den letzten Etappen. So, da haben wir ihn auch schon, Udo Bölz. Machen wir in der Abfahrt wieder etwas schneller. Leider minus 1 als Tagesform. Ja, wir lassen ihn mal mit 85 runterfahren. Ein bisschen blödes Zeitfahren, dass es da gleich mal so eine Abfahrt gibt. Wer macht denn sowas? Selten blöd. Den ersten Teil kann man sich eigentlich echt sparen. Chris Grüner immer noch vorne im Ziel. Hier hat sich jetzt Maximilian Schachmann deutlich an die Spitze gesetzt. Da kann ich mir vorstellen, dass der uns jetzt auch schlägt. Da kommt er. Sieht immer noch relativ frisch aus. Der vor ihm, Stüssi. Naja, 69. mit 28 Sekunden. So, Schachmann ist im Ziel und hat leider die Bestzeit. Also kein Tagessieg für Chris Grüner. Oh, das ist zu viel. Das ist bitter. Da hatte ich mir doch eigentlich den Tagessieg schon fast eingeplant, aber das lief irgendwie nicht so gut. Christiane Wildinger jetzt gerade von der Rampe gegangen, hat mir beinahe verpasst.
Tagesform minus 2, auch nicht super, läuft ja wieder prima von der Tagesform her, war bei Ulle eben schon sehr, sehr schwierig mit den Tagesformen. Da war ich eigentlich immer hinten dran und hatte auch viel, viel Glück, dass die Konkurrenz da auch nicht so stark war. So, Udo Bölz müssen wir nochmal ganz kurz runternehmen. So, jetzt schauen wir aber auf Wildinger. Die letzten 5 Kilometer quasi schon. Dass wir hier dann relativ schnell... Ach, fuck ey. Nein. Jetzt hat er genau das gemacht, was er nicht hätte machen sollen. Da so einen blöden Zwischensprint hinzulegen. Ach. So, Udo Bölz im Ziel, 18. mit 21 Sekunden. Jetzt kommt eigentlich die Phase, wo Wildinger was gut machen muss. Power ist 8. mit 16 Sekunden, 44. mit 30 Sekunden. Also da waren wir schlechter unterwegs. Sind jetzt hier am Berg aber schneller. Aber gut, wir sind auch schon in etwas flacheren Passage. Ich hoffe mal, dass wir hier ein bisschen Zeit gut machen können. Na, 75 ist etwas zu hoch. Schauen wir mal, ob wir mit 72 ins Ziel fahren, ob das dann noch klappt. Jetzt sind es die letzten Meter. Und schauen, ob wir hinten raus nochmal etwas Zeit gut machen konnten. Jetzt geht das Tempo leider etwas raus und wir sind 5. mit 14 Sekunden. Aber Power, der haut hier richtig einen raus. Alter Schwede, das ist die Bestzeit für Power. Da verlieren wir nochmal 16 Sekunden auf den Kerl. Ja, natürlich auch der bessere Zeitfahrer ist und ein guter Bergfahrer, aber das lief ja nicht wirklich gut. Wir haben jetzt 1 Minute 1 Rückstand wieder auf Power. Müssen wir schauen, dass wir auf der letzten Bergetappe dort noch was rausholen können. Das war auch überhaupt nicht mein Zeitfahren mit dem Bergab, Bergrauf. Das fand ich noch nie so geil. Eine Teamwertung führen wir weiterhin, das ist doch immerhin schon mal etwas. Aber Chris Kuhner nur 3., Wildinger 6., das war, denke ich mal, im Rahmen des Möglichen. Aber Kuhner, das war ein bisschen schwach. Lag natürlich auch daran, dass es dann eher ein kleines Hügel- bzw. Bergzeitfahren war. Von daher muss man da ein bisschen nachsichtig sein mit dem guten Chris Kuhner. Platz 3 ist ja auch nicht ganz verkehrt. Und da sehen wir schon, die letzte Etappe wird es nochmal in sich haben. Eine gute Tagesform ist, denke ich mal, nötig. Aber es sollte auch so reichen, um Robert Power vielleicht doch nochmal zu distanzieren, der natürlich auch einen guten Wert hat mit einer 73 am Berg. Muss man auch mal dazu sagen. Das ist gar nicht so einfach. Jetzt geht es aber erst nochmal, denke ich mal, nach Oberösterreich. Hier haben wir jetzt die entscheidende Etappe mit Marvin Keil. Da geht es jetzt wirklich um den Gesamtsieg am Berg der 3. Kategorie. Muss attackiert werden. Und danach geht es eigentlich fast nur noch bergab, aber man kann sehr, sehr viel Energie dort reinballern. Hans Volker ist immer noch gut in Form in der Gesamtwertung, allerdings inzwischen zu weit zurück. Dann würde ich ihn aber mal für Marvin Keil abstellen, weil er die beste Fitness hat. Dass der auch am längsten bei ihm bleibt, ist letzter in der Gesamtwertung aus unserem Team, was ziemlich bitter ist. So, Marvin Keil ist der Top-Favorit. Sorry, jetzt war ich gerade ein bisschen in Gedanken, bin generell ein bisschen abwesend, hat aber nichts mit dem Spiel zu tun oder sonst irgendwas, sondern gerade irgendwie muss auch gleich nach der Folge noch was erledigen. Also nicht wundern, falls irgendwie ein bisschen Gedanken woanders hinfliegen. 149,2 Kilometer. Bergwertung der 3. Kategorie. Hinten raus wird es dann nochmal flach, aber es sollte nicht allzu lang sein. Höchstens nochmal 4-5 Kilometer. Also man kann schon richtig viel Energie rausballern, allerdings... Kann es natürlich sein, dass man hinten raus vielleicht doch noch eingeholt wird, aber wir hauen alles raus, sind Top-Favorit auf den Sieg. Und das werden wir uns doch hoffentlich nicht nehmen lassen dann. So, da machen wir den Beschützerinstinkt rein. Sehr, sehr windig, wie man hier sieht. So, mal schauen, was die Kollegen so machen. Sind eigentlich alle ganz gut vorne mit dabei. Jörg Jaksche, Andi Klöden sind schon alle am Start. Sehr hügelig, wie man sieht. Berg der 3. Kategorie hier nochmal. Die Etappe kennen wir doch schon. Das ist, glaube ich, eine... Ist das eine Giro-Etappe? Vom Profil her. Ich meine ja. Ich meine, das wäre eine Etappe, die es beim Giro d'Italia genauso gibt.
mich da gerade an den Fluss erinnert, an dem man da am Anfang lang fährt. So, wir müssen natürlich jetzt wieder dran denken, auch mal Wasser zu holen, was ich ja eben vergessen habe. Wie gesagt, man kommt so schnell aus dem Rhythmus, wenn man dann Jan Ullrich gespielt hat. Wird uns aber ab jetzt nicht mehr passieren, weil wie gesagt, Jan Ullrich ist im Ruhestand. Der darf jetzt die Füße hochheben und sich endlich die Wampe vollfressen. Was er ja gar nicht macht im echten Leben. Er macht ja da relativ viel nebenbei immer noch mit dem Radsport, allerdings jetzt nicht im Profizirkus. Ich glaube, da wird er auch nie einen Fuß reinkriegen, was aber auch gar nicht so schlecht ist, wenn er da ein bisschen raus ist aus den Medien. So, wen schicken wir denn heute mal Wasser holen? Hans Volker beschützt weiter Marvin Keil. Dann schicken wir doch mal Steffen Wesemann, der uns ja auch schon mal einen super Sieg gebracht hat. Muss man ja sagen, das war sehr wertvoll bei der Pearl Izumi Tour. Hat er vor uns gerettet. So, ich stelle gerade mal ein bisschen schneller. Gerade hier in den Flachpassagen ist ja nicht so viel zu erwarten. Die Ausreißer sind rund 2 Minuten weg. Da sehen wir den Sprint. Schlängen uns ein wenig entlang. Vorübergehende Punktewertung sind wir nicht dabei, wobei wir eigentlich auch relativ weit vorne sein müssten. Wir waren zweimal vorne platziert. Hier geht es jetzt nochmal steil nach oben. Gehe ich mal ein bisschen runter vom Tempo. Hans Volker beschützt Marvin Keil, aber Hans Volker ist nicht so richtig gut drauf, habe ich das Gefühl. Trotz seiner guten Fitness, aber der Hügel liegt ihm nicht so sehr. Marvin Keil hat den Pfeil nach oben. Ich hoffe mal, dass das so bleibt und eine Plus-Tagesform wird, weil die bräuchten wir, glaube ich, auch hinten raus. Obwohl es auf der letzten Etappe auch schon relativ gut aussah. So, Hans Volker hat jetzt schon die Tagesform minus 1. Es sind aber noch 75 Kilometer bis ins Ziel. Schlängen uns hier weiter am Meer entlang. Bin ich mitten in Oberösterreich, einfach mal am Meer entlang. Logisch. Hatten wir uns, glaube ich, schon mal mit Jan Ullrich am Anfang der Karriere darüber gefreut, dass wir hier mitten am Meer sind. Die österreichische Küste, man sieht es hier. Naja, was soll's. Vielleicht gewinnen wir es jetzt mit Marvin Keil. Mit Ulle haben wir es damals nicht geschafft. Und jetzt geht es hier nochmal einen Steinberg der dritten Kategorie hoch. Marvin Keil hat eine plus 5. Müssen wir natürlich wieder Wasser holen. Ja, Steffen Wesemann ist leider schon rausgefallen. Dann schicken wir Klöden Wasser holen. Hätten wir vorm Berg mal machen sollen. Mal, dass das noch klappt. Huch. Also noch kurz angehalten an der Seite. Ja, Tempo ist jetzt doch sehr hoch. Klöden, wo ist er, wo ist er? Kämpft sich gerade nach vorne mit aller Macht. Allerdings kommt er nicht so richtig vor. Da ist jetzt vor allem auch eine Lücke gerissen. Hans Volker ist noch bei Marvin Keil. Dann soll der ihm mal Wasser holen. Marvin Keil, müssen wir schauen, dass wir echt hier vorne dranbleiben. Nicht, dass die da vorne wegfahren. Das gelbe Trikot ist auf jeden Fall nicht weg. Aber doch, jetzt ist da eine Lücke gerissen. Jetzt ist da tatsächlich eine Lücke gerissen. Hans Volker holt Wasser. Sollte auch gleich zu Marvin Keil vorkommen. Hier müsste auch mal Wasser geholt werden. Hier ebenfalls. Marvin Keil kriegt hoffentlich gleich Wasser von Hans Volker. Das gelbe Trikot darf sich da gerne jetzt kaputt fahren. Im Hinterherfahren. Das ist mir sehr recht. Ist immer noch... Nee, ist nicht mehr Jeanette Biedermann. Ist jetzt der gute Herr Google. Der hat Google erfunden. Aber mit plus 5 ist natürlich ein Traum. Ein absoluter Traum. So, jetzt müssten die bald mal eingeholt werden, oder? 30 Sekunden, der Vorsprung wird sogar größer. Aber wie gesagt, die fahren jetzt 40 Kilometer da vorne, dann können die natürlich nicht so regenerieren wie wir. Nur die dürfen jetzt natürlich ihren Vorsprung auch nicht immens vergrößern. 40 Sekunden, da hat sich jetzt so ein bisschen eingependelt, ist natürlich auch eine Abfahrt. Jetzt allerdings hier wieder 27 Fahrer zusammen, eigentlich müssten wir die wieder einholen. Da sind sie auch schon wieder, die haben jetzt auch wieder Tempo rausgenommen. Alles in Ordnung, plus 3 haben wir im Endeffekt bekommen als Tagesform. Geht es hier nochmal ganz leicht bergauf.
leicht bergab. Und jetzt geht's in die Ebene. Dann fahren wir gleich an die Spitze. Und wie gesagt, wir kennen diese Etappe schon. Da sind wir beim Giro d'Italia damals mit Ulle, waren wir da relativ gut dabei. Hier geht's dann ins Finale. Und der Anstieg ist aber schon relativ lang, aber wir fahren jetzt schon mal ein Stück nach vorne. Das dauert noch ein bisschen. Oh nee, vorne müsste dann eigentlich gleich schon losgehen. Da ist das gelbe Trikot jetzt am Start. Genau, hier geht's hoch. Dann versuchen wir das Ganze von vorne zu gewinnen. Es sind halt noch 15 Kilometer. Aber wir machen jetzt erstmal gleich eine Attacke. Hans Volker darf jetzt rausnehmen. Er kann auch nicht mehr. Und Marvin Keil geht weg. Und keiner geht hinterher. Keiner geht hinterher. Das ist doch sensationell. Dann können wir auch schon mal die Attacke quasi beenden. Hans Volker und hier hinten, was ist hier los? Keiner kommt mit. Barry versucht hinterher zu gehen, aber Marvin Keil setzt sich hier vorne deutlich ab. Geht dann, wie gesagt, steil bergab. Wir können eigentlich mit dem 80er-Wert, glaube ich, hier hochfahren. Wir nehmen mal das Energiegel. Schaden kann es nichts. Wir fahren durch einen amerikanischen Fan durch und hier hinten ist immer noch Barry und danach kommt lange nichts. Gockel hat keinen Helfer mehr. Doch Mühlberger ist noch an seiner Seite. Aber erst jetzt reagiert er. Das ist natürlich viel zu spät. 1 Kilometer noch bis oben und es geht gleich auf jeden Fall nochmal so 6-7 Kilometer bergab. Das ist, denke ich mal, der Rundfahrtsieg für Marvin Keil, der sich das jetzt nicht mehr nehmen lassen wird. Gehen nochmal etwas höher vom 85er-Wert. Jetzt geht es ja, wie gesagt, gleich bergab. 10 Kilometer noch bis ins Ziel. Den Vorsprung müssen wir jetzt halten. Das gelbe Trikot ist circa 2 Minuten hinter uns. Das muss es eigentlich gewesen sein. Geht auch nochmal ganz kurz runter, weil es ja nochmal ein kleines Flachstück gibt. Die Pulswerte sind immer noch im 160er-Bereich, gehen jetzt so langsam runter. Jetzt fahren wir gleich wieder unten in den Yachthafen rein. Der Vorsprung ist jetzt schon auf über 2 Minuten gewachsen. Klar, mit einer Plus 3 ist natürlich Marvin Keil auch nur schwer zu schlagen. So, noch 4,7 Kilometer, das sieht richtig gut aus. Auf der 85. Und dann ist das der Sieg für Marvin Keil. Auch die Oberösterreich-Rundfahrt geht an uns. Wir werden gleich nochmal einen kleinen Sprint hinlegen. Zack, und wir drehen die Kamera und schauen uns an, wo die Konkurrenz kommt, die geschlagene Konkurrenz. Dort hinten kommt Barry, der am letzten Berg versucht hat, hinterherzufahren. Der verliert aber auch fast 2 Minuten. Da 1 Minute 50 und hier kommt das gelbe Trikot. Gogel mit Mühlberger an seiner Seite. Da haut er die letzte Kraft raus, aber der ist auch fertig. Da haben wir wirklich die Konkurrenz hier nochmal deklassiert. Hans Volker kommt ums Eck. Er wird sogar noch Fünfter werden. Also da war die Konkurrenz aber sehr schwach heute. Da hinten kommt nochmal einer, aber Hans Volker macht das sehr ordentlich. Ja, super. Noch auf Platz 5 gefahren. Marcel Meisen wird Sechster, der Beste der Sprinter. Aber das haben wir sehr souverän gewonnen. Damit die Oberösterreich-Rundfahrt geht schon mal an uns. Dann wollen wir jetzt noch die Tour de Pays de Savoie für uns entscheiden. Mit Cristiano Wildinger wird allerdings schwer gegen Power. Man merkt schon, vor dem Rennen ist nach dem Rennen. Nach dem Rennen ist vor dem Rennen. So rum. Andersrum gibt es keinen Sinn. Ja, da sieht man aber, bin so nicht so 100% mit den Gedanken gerade dabei. Sorry dafür. Aber wie gesagt, sehr schöner Sieg. 1:42 vor Barry und fast 3 Minuten haben wir dann Gogel noch abgenommen. Damit natürlich der Gesamtsieg bei der Oberösterreich-Rundfahrt, auch wenn wir das gelbe Trikot nie getragen haben. Für die Kontinentalwertung bedeutet das natürlich nochmal nur Positives. Der Backofen gewinnt die Bergwertung, da waren wir auch noch dicht dran. Aber dank Marvin Keil holen wir uns auch hier den Sieg, auch die Nachwuchsfahrerwertung. Und die Teamwertung geht auch an uns, denke ich. Ah ne, Quatsch, das war ja bei der anderen Rundfahrt. Wo wir da vorne lagen, kommen gerade ein bisschen durcheinander. So, Keil ist der Sieger. Und das ist natürlich super. Dann können wir nämlich nochmal Kontinentalwertung einen Blick drauf werfen. Und sehen, dass wir auf Platz 2 sind vor Topsport Flanderen hinter Cofidis. Sensationell 5 Plätze nach oben. Das ist echt eine Hammer erste Saison, die wir hier hinlegen. Cofidis werden wir nicht mehr kriegen, denke ich mal. Aber da kann man sich nicht beschweren. Dann gehen wir jetzt ins letzte Rennen für diese Folge rein. Wie gesagt, man muss etwas schneller machen,
weil ich gleich noch was zu erledigen habe. Aber da sehen wir es schon. Es geht schon relativ steil bergauf, nur 125 Kilometer lang. Es täuscht ein bisschen im Profil. Michael Wassmer geht die Form jetzt leider etwas runter. Da können wir mit Udo Bölz wieder schön vor Christiane Wildinger schnallen. Und ich glaube, Kuni und Vasi sind dann erstmal ziemlich wurscht. Die können wir außen vor lassen. Würde ich jetzt nicht unbedingt noch verheizen wollen. So, sehen wir einen Berg der ersten Kategorie relativ früh, beziehungsweise ist das der Schlussanstieg? Nee, sieht nur so ähnlich aus. Ist er nicht. Christiane Wildinger natürlich der Top-Favorit. Udo Bölz auf Platz 3 bei den Favoriten. Robert Power, unser größter Konkurrent, halt auf Platz 2. So, dritten Versuch hat es endlich funktioniert mit dem Laden. Gut, wir hängen Udo Bölz vorne dran vor Christiane Wildinger. Das war jetzt nicht so geil. Hat ein bisschen genervt. Generell ist der dritte Absturz in dieser Folge. Das nervt mich gerade alles ein bisschen. Ich glaube, ich werde gleich aggressiv werden, wenn wir die Rundfahrt jetzt nicht gewinnen. Aber eben ja ein schöner Sieg mit Marvin Keil. Die Ausreißergruppe darf gerne weg. Wir klemmen einfach mal Vasi und Kuna vorne dran, obwohl das ja eigentlich nicht unsere Taktik sein sollte. Aber dann haben die Jungs auch was zu tun. Vor allem wollen wir ja den Etappensieg holen, damit die nicht allzu weit nach vorne abhauen können, die Ausreißer. Dann haben wir vor allem alle Fahrer auch mal ein bisschen eingebunden. Das gelbe Trikot wollen wir uns noch schnappen von hier Robert Power oder wie auch immer heißt. Richie, Robert, ich vergesse es immer wieder. Auf jeden Fall hat er uns geschlagen im Zeitfahren und auch vorher schon mal schön viel Zeit abgenommen auf einer Bergetappe, wo wir aber einfach gepennt haben. Es lag nicht daran, dass wir schlechter waren. War einfach nur schlecht gespielt. Aber wir haben noch Chancen. Wir sind leicht besser am Berg. Die Fitness ist auch eigentlich ziemlich gut. Von daher können wir das durchaus noch schaffen. Die Etappe heute ist nicht besonders lang. Christiane Wildinger hat aber eigentlich einen guten Ausdauerwert mit 67. Den haben wir von vornherein relativ gut eingestellt. Jetzt geht es hier auf einer flachen Straße bergauf. Da können wir noch ein bisschen Kräfte sparen. Ich denke nicht, dass wir jetzt Lücken reißen werden. Auch auf achtfacher Geschwindigkeit nicht unbedingt. Auch wenn die Kameraführung dann nicht ganz so spaßig ist. Wenn der Vasi da vorne Tempo macht, dann sollte da nicht allzu viel passieren. Auf der Abfahrt holen wir uns dann Wasser. Ich würde jetzt im Berg hier eigentlich erstmal noch abwarten. Das macht relativ wenig Sinn. Vasi sieht immer noch ordentlich aus. So, dann darf er aber auch Wasser holen jetzt auf der Abfahrt, die dann zum Glück auch etwas breiter ist. Dort ist die Bergwertung. Chris Kuhner fährt drüber, holt sich die Bergpunkte quasi nach den Ausreißern. Und jetzt gab es schnell Wasser, auch für Chris Kuhner noch. Christiane Wildinger hat noch keine Tagesform, für den sieht es heute ziemlich gut aus. Also noch kein Pfeil, jetzt hat er den zur Seite, das sieht doch ganz ordentlich aus. Nur noch 35 Fahrer in der Gruppe, was eigentlich etwas überraschend ist, da ja nur Vasi und Kuna vorne Tempo gemacht haben. Aber was soll's, je kleiner die Gruppe, desto besser ist es eigentlich für uns. Ja, jetzt sind es wieder 48, also es fährt wieder, es rollt wieder ein wenig zusammen. Können wir auch nochmal etwas schneller fahren. Dann geht es gleich ins große Finale rein. Bin gespannt, ob wir es vielleicht doch noch gewinnen können. Weil eigentlich müssten wir es gewinnen. Wir sind der klare, also nicht der klare, wir sind Favorit gewesen vor der Rundfahrt und sollten unsere Favoritenstellung eigentlich jetzt auch ausnutzen. Gleich nochmal ein bisschen hügelig, bevor es dann in einen nicht ganz so steilen, ja doch schon relativ steilen Anstieg reingeht. Gerade oben raus gibt es nochmal eine richtig steile Stelle, allerdings mit einer kleinen Abfahrt drin. Das könnte einen ein bisschen dazu bringen, es zu unterschätzen. Ich habe keine Ahnung, wie lang diese Folge jetzt ist, weil es alles so zerstückelt ist. So, Wassmer holt nochmal Wasser. Das sagt ja der Name schon fast. Ausreißer 3,27 vorneweg. Bislang macht keiner so groß Anstalten, da hinterher zu fahren. Noch 28 Kilometer. So, das sollte eigentlich reichen mit dem Wasser. Hier nochmal eine Abfahrt, da müsste er eigentlich schnell nach vorne kommen. Da ist er auch schon. Und überreicht auch das Wasser zum Glück. Und dann ist gleich der Tag auch vorbei, unserer Teamhelfer. Jetzt wird es langsam Zeit, dass wir ein Stückchen nach vorne fahren. Mit Christiane Wildinger, weil es dann gleich in den Schlussanstieg reingeht. Der Anstieg ist auch gar nicht so lang. Sind rund ja, 10 Kilometer circa, wo es dann wirklich richtig steil hochgeht. Deswegen sehen wir schon, Power hat jetzt seine Teamkollegen schon mal vorne platziert. Wir müssten Udo Bölz eigentlich noch vor uns haben.
würde ich den Udo Bölz doch durchaus ausnutzen wollen, dass der uns noch ein bisschen beschützt. Oder wir sollten vielleicht doch lieber attackieren. Weil wir müssen eine Lücke fahren, mit konstantem Hochfahren kommen wir da nicht weit. Wir ruhen uns noch ein bisschen aus, bevor es dann gleich in die steilen Rampen reingeht. Jetzt fallen nicht zu weit zurück. So, da wird jetzt hinterher gefahren. Beziehungsweise die versuchen, glaube ich, wirklich die Attacke mitzugehen. Wir haben nochmal einen kleinen Zwischensprint gemacht und jetzt geht es hier auch schon etwas steiler, aber wir sind aber immer noch nicht im ganz steilen Bereich. Tempo ist jetzt aber ohnehin hoch. Deswegen würde ich sagen, da das gelbe Trikot so ein bisschen weg ist, da gehen jetzt einige aus dem Sattel, das Tempo richtig hoch. Wir fahren hier trotzdem mal mit der 80 weiter. Und wenn das Tempo gleich wieder ein bisschen raus ist, beziehungsweise es steiler wird, dann attackieren wir. Wir haben Udo Bölz immer noch an unserer Seite. So, jetzt haben die hier eine schöne Wand aufgebaut, damit wir nicht vorbeikommen. So, Tagesform ist 0. Jetzt müssen wir aber erstmal schauen, dass wir mit konstantem Tempo, da ist das gelbe Trikot, erstmal ein Stück an die Spitze fahren. Da vorne ist die Ausreißergruppe. Hier vorne sind jetzt einige ziemlich platt, die Teamhelfer. Deswegen ist jetzt eigentlich Zeit für die Attacke gekommen. Aber irgendwie, hä? Was war das denn? Jetzt geht er mal da weg. Ich komme hier nicht raus. Weil der Typ da, der AG Dessert-Fahrer, der mir vor der Flinte rumfährt. Und jetzt hau ab. Zack. So, jetzt kommt die Attacke. Jetzt ist er, glaube ich, eingeklemmt. Mal schauen. Wir nehmen noch schnell das Energiegel. Schauen, ob wir uns absetzen können. Sind noch 6,4 Kilometer nach oben. Mal schauen, wo ist Robert Power? Der hängt hier hinten drin und der tritt nicht so richtig flüssig. Mal schauen, ob das reichen kann. Ich gehe nochmal etwas vom Tempo. Wie gesagt, aber es gibt hier oben nochmal eine kleine Abfahrt. Aber es kommen auch noch steile Rampen. Also, wir müssen aufpassen. Da kommt er hinterher, aber er ist platt. Er ist platt und das sieht nicht nach rotem Balken platt aus, oder? Doch, es war der rote Balken. Mal schauen. So, wir sind jetzt gleich... Na, Tetteler Kurs sind wir immer noch nicht, aber wir fahren hier an Ovid vorbei. Das gelbe Trikot sieht nicht mehr so fit aus wie wir. So, mal schauen. Es sind immer noch 3,7 Kilometer nach oben. Ich bin auf 70 runtergegangen. Wir müssen noch etwas Zeit gut machen, verdammt. Wir müssen noch etwas Zeit gut machen. Da ist er jetzt auch dran an dem, am Ovet. Mal schauen, vielleicht hängt er sich ja dran. Nee, er fährt direkt vorbei. Er sieht nicht so schlecht aus. Aber Christiane Wildinger jetzt mit der 75 unterwegs. Oh, oh, oh. Jetzt sind wir hier... Na, die steile Rampe haben wir jetzt gerade. Und wir fahren gleich zu dem Führenden hin. Es geht, wie gesagt, jetzt nochmal leicht bergab. Dann kann man den Puls vielleicht nochmal ganz leicht ausruhen. Und es ist jetzt 1,37. Also, er ist eingebrochen. Er ist jetzt eingebrochen. Bedeutet, wir können wieder ein bisschen vom Gas gehen, ob wir die Etappe gewinnen oder nicht. Es geht hier jetzt nochmal leicht bergauf. Aber Etappensieg werden wir uns nicht mehr holen, denke ich mal. Den holt sich Bouchereau. Ups, na, so weit wollte ich nicht zurück, sorry. Bouchereau holt sich den Etappensieg. Wir sprinten nochmal mit der letzten Kraft, haben 30 Sekunden Rückstand. Wir drehen die Kamera und schauen. 30 Sekunden, wir hatten eine Minute Rückstand. Bei 1,30 haben wir den Rundfahrtsieg. Yes, und wir haben es dann noch geschafft. Weil Power dann im Endeffekt hinten raus komplett eingebrochen ist. Sehr schön, da haben wir über 2 Minuten gut gemacht auf Robert Power und gewinnen auch diese Rundfahrt. Haben wir genau richtig attackiert. Die Kraft gut eingeteilt. Etappensieg hat es leider nicht gereicht. Loïc Bouchereau gewinnt heute die Etappe. Glückwunsch dafür, aber wir holen uns den nächsten Rundfahrtsieg. Gibt leider keine Punkte für die Kontinentalwertung. Hab's ja schon häufig gesagt. U23-Rennen, da gibt's das nicht. Sehen wir es, 1 Minute 10 haben wir Vorsprung vor Power und Bouchereau wird sogar Dritter in der Gesamtwertung. Zweiter Wildinger in der Punktewertung, das hat leider nicht mehr ganz gereicht. Bergwertung ebenfalls Zweiter, da haben wir noch einiges gut gemacht. Und Nachwuchsfahrerwertung natürlich. Teamwertung geht auch an uns. Ich weiß gar nicht, wo Udo Bölz jetzt eben noch gelandet ist. Mal schauen. Udo Bölz 12. in der Tageswertung, 7. in der Gesamtwertung. Auch ein sehr gutes Rennen, wobei er natürlich hätte weiter vorne landen können.
Aber das bringt dann auch nicht viel, wenn man mehrere Kapitäne an den Start stellt. Das bringt selten was. So, damit haben wir diese Rundfahrten hinter uns. Ab 25. können wir Verhandlungen führen, wenn ich richtig. Ab 21. schon. Ah, ab heute. Hä? Ab 21. Ach so, erst ab 21.07.2016. Erst wenn es Vertragsende ist, können wir verhandeln. Warum sagt mir das denn keiner? Ich habe da immer. Ah, okay. Also erst wenn der Vertrag ausläuft, kann man verlängern. Also können wir gar keine Vertragsverhandlungen machen. Das habe ich noch nie so richtig gelesen. Das kommt mir irgendwie auch merkwürdig vor, dass man den Vertrag nicht vorher verlängern kann. Ah, also erst wenn die auslaufen, können wir verlängern. Das ist ja Kacke. Dann sind die ja schon viel besser. Ich würde jetzt gerne um 3 Jahre verlängern. Nee, dann können wir das knicken. Ich dachte wirklich, es ginge schon. Gut, habe ich nie richtig zu Ende gelesen mit dem 2016. Gut, dann können wir keine Verträge verlängern. Dann müssen wir die Saison einfach weiterfahren. Deutsche Meisterschaft kommt jetzt demnächst. Wir gehen nochmal schnell in die Planung rein. Schauen, was auf uns zukommt. Also, da sehen wir die Deutsche Meisterschaft im Zeitfahren mit Chris Kuhner. Das Straßenrennen müssen wir mal schauen mit Leon Höhle. Dann kommen nochmal zwei U23 Rundfahrten. Der Rheidel Grand Prix haben wir ja schon ein paar Mal jetzt durchgeschaut. Hier Tour d'Alsace. Und dann geht es in die Schlussphase der Saison, wo wir dann aber auch erst nochmal schauen müssen. Bis zum 15.07. haben wir noch Zeit, um uns dort anzumelden. Vielleicht wollen uns ja inzwischen auch mal ein paar 2HC-Rennen dabei haben, was ja auch ganz schön wäre. Das mache ich dann ein andermal, dass ich hier schaue, wo wir mitfahren können. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge vom YouTube-Abonnententeam. Wie gesagt, ich muss jetzt leider ein bisschen schneller machen, aber wir waren wieder sehr erfolgreich, auch wenn ich nicht hochkonzentriert war. Tut mir leid dafür, aber wie gesagt, wir waren trotzdem erfolgreich. Dann danke fürs Schauen und bis zum nächsten Mal, dann wieder mit mehr Konzentration und vielleicht noch mehr Erfolgen. Bis dann.